Hallo Leute, ich bin Angie und ich bin Davis und heute packen wir die Fingerlings aus. So sehen die aus von der Dinosaurierart Velociraptor ab 5 Jahren von Fingerlings. Meiner heißt Stalled, auf Deutsch heißt das Heimlichkeit. Meiner heißt auf Englisch Fury und auf Deutsch heißt das Wut. Ach so, ja, Wut. Okay. Die Farben meiner ist so grau, dunkel, warte, sagen wir mal hellgrau, dunkel türkis, grau und orange. Ja, halt, so. Okay, was können die alles? Die können, warte, hier steht das überall, die können, wenn man hier berührt, machen die Geräusche, wenn man hier berührt, machen die Geräusche, die können den... Also 40 Geräuschearten, ne? Ja, genau. Und die können den Mund aufmachen und die können ihr Kopf so drehen, wie eine Eule. Da steht ja, ich schnappe und knurre. Also ob er lebendig ist. Und wir packen die jetzt aus. Genau, wo fange ich an? Hier. Boah, zum Glück habe ich das nicht gemacht, wie sonst immer. Wo das alles zu ist. Da ist also er. Also auspacken geht ganz leicht. Mhm. Nicht so wie bei den anderen Packungen. Hier sind die Dinos. Hier kann man schon bewegen, aber sollen wir die mal anmachen? Mhm. Die anmachen. Guck, ich mach das. Wow. Oh, guck mal, schaut mal. Oder wenn ich hier... Hallo. Oh. Warte, was steht da? Meiner will sich nicht bewegen. Hallo. Ach so, der kann auch den Kopf ganz... Ja, der kann auch den Kopf... Ah. Also auf der Verpackung steht ja, dass wenn man ihn hier streichelt, dass er dann Geräusche macht. Und hier auch. Aha. Und dann kann er noch, da macht er manchmal seine Schnauze auf, wenn man so macht. Seht ihr das? Aha. Und er bewegt dann seinen Kopf und seine Augen bewegen sich auch. Die gehen immer so auf und wieder. Boah, der hat ja voll die blauen Augen, ne? Und Angelikas haben so goldene, orange. Gelb. Ja, so gelb-orange. Meiner sieht voll schön aus, finde ich. Weil der hat so schöne Farben. Ich finde, mein sieht schön aus. Jetzt sprechen die Dinosprache. Dinosaurier. Ist deine Maus an, ja? Ja. Aber sie ist gar nicht bewegen. Du Ui. Warte. Das wird lange dauern. Hallo, wie geht's dir? Hallo. Hallo. Mir geht's gut. Mir ist langweilig. Mir auch. Was sollen wir machen? Hey, Levis. Ja? Wollen wir die Welt erkunden? Warum die Welt? Den Dschungel. Okay. Hey, was machst du da oben? Ich liege hier einfach. Ach so, wollen wir was anderes sehen? Von mir aus? Dann komm los. Oh, da sind wir jetzt angekommen. Ja. Mhm. Das sieht voll schön aus. Mhm. Oh, das Meer sieht voll schön aus. Wollen wir vielleicht Verstecken spielen? Oh, ich habe aber Hunger. Soll ich dich mal kitzeln? Ja klar, wenn du willst. Ah, nein. Na, wollen wir was? Das war lustig. Und? Wohin jetzt? Ich weiß nicht, wohin willst du? Hinter mir. Komm mit. Okay. Yay. Verstecken spielen? Ja. Okay. Ich zähle, ja? Ja. Versteck dich. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich komme. Ist er vielleicht oben? Hey.
unterm Bett? Nein. Auch nicht. Dann gehe ich auf der Terrasse vielleicht. Auch nicht. Dann gehe ich nach unten. Nein. Wo bist du? Da? Nein. Da? Nein. Wo ist er denn? Da muss ich den Fahrstuhl benutzen. So, jetzt gehe ich mal rein. Und so. Jetzt muss ich nach unten. Könnte ja sein. Ist so. Abgezogen. In der Küche. Unter dem Tisch. Nein. Unter dem Stuhl. Nein. Im Schrank. Nein! Da! Da bist du! Nein. Ich hab dich! Wo bist du? Oh Gott, oh Mann! Hast du gepupst? Ja! Oh oh! Ich hab gesehen. Oh, ich bin müde. Wollen wir schlafen? Ja! So. Ja! So, wir sind zurück. Das war ein kurzer Film für euch. Und jetzt habe ich ein paar Fragen an euch. Welche Funktion der Otame-Dinos gefallen euch am besten? Fang an. Okay, ich finde das Knurren voll cool. Ich finde das Knurren voll schön. Ja, und du? Ich finde, dass die Augen sich bewegen, der Körper sich bewegt und ja, dass es Sound macht. Halt Geräusche. Ja. Okay. Und dass es den Schnabel bewegen kann. Das ist kein Vogel. Schnauze. Ja. Was für einen Eindruck habt ihr von den Dinos so? Halt, wie findet ihr das? Ich finde das ganz toll. Wie die Dinos hergestellt worden sind, wie also die Qualität ist. Die sind schon wie cool. Man damit spielen kann, wie, also die Halterung und weiß also was die ich. Die sind auf jeden Fall stabil. Die sind stabil, die klammern an den Finger fest, man muss den einfach so halten. Abmachen ist auch ganz leicht. Ich finde es echt schön. Macht Spaß, mit denen zu spielen. Ich finde es auch cool, dass man die da reinstecken kann, auch wenn man, also den Finger. Und das Coole ist, man kann das halt an jeden Finger machen, auch beim Daumen. Es sei denn, dein kleiner Daumen ist zu klein. Cool. Aber Finger zwei kann man nicht reintun. Aber man könnte es vielleicht so machen, gefallen? Ja, das könnte man machen. Cool. Und dann finde ich doch cool. Und die Farbe finde ich auch ganz schön. Wie die aussehen, ist auch voll schön. Ich finde trotzdem, meins ist besser. Sieht schöner aus. Ja. Fazit zu dem Ganzen. Also, man muss ehrlich sagen, die sind sehr, sehr gut gemacht worden, weil es gibt ja auch so welche Wachs-Dinos, die halt ohne nichts sind. Man kann ja damit so diese Figuren. Damit habt ihr ja auch damals gespielt, ja, aber mit denen hier wird die es. Die machen auch noch Geräusche. Mit denen wird es mehr Spaß machen zu spielen, weil die ja genau die Geräusche hergeben wie die Dinos und die Augen können sich bewegen, der Kopf halt die Geräusche und ja, die können gut stehen, auch halt, du kannst sie auch gut so bewegen mit deinen Händen. Mhm. Also sehr, sehr gut, sehr schön gemacht. Halt bei den anderen Wachsdinos musste man ja selber irgendwelche Geräusche machen. Und hier, ja, ungefähr. Warte. Und hier, man kann überall irgendwas stehen und das ist und egal, wo man Geräusche. Man kann es, und wenn man, wartet, ich wollte euch das noch zeigen, ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe, wenn man hier am Bauch so knurrt, dann lacht er, dann kitzelt er sich. Dann kitzel ich ihn. Das war's mit dem Video. Lasst ein Like da und tschüss.